Hi, hier ist Francis Herdes. In der Nacht zum 6. Januar schließen wir die 12-Frauennächte kraftvoll ab mit der Dreikönigsnacht, der Nacht des Segens und der Wunder. Was ist das größte Wunder in deinem Leben? Was ist so richtig wunderbar in deinem Leben? Wundervoll. Womit bist du wahrlich gesegnet? Diese Nacht und auch den Dreikönigstag kannst du zum Reflektieren nutzen. Womit bist du so richtig gesegnet? Was ist so richtig wundervoll in deinem Leben? Für mich ist wundervoll, dich durch diese 12 Rauhnächte begleitet zu haben. Ich gebe dir den Link hier unter das Video, wo du die vertiefenden Salbungen und die täglichen Sessions dir anschauen kannst. Wir haben in der Gruppe täglich mit 3 verschiedenen Salbölen und Salbölmischungen gesalbt. Und das ist eines der größten Wunder und der größten Segen in meinem Leben. Vor über 14 Jahren fing diese duftende Reise an und ziemlich zeitgleich auch, dass ich begann, diese Videos zu machen, denn ich war mitten im Medizinstudium, mitten in der Prüfungszeit, ziemlich stressig über den dicken Büchern, mit dicken Nacken und rauchendem Kopf. Ich konnte abends oft gar nicht so richtig zur Ruhe kommen und es zog einiges so im Nacken, im Schulterbereich. Kennst du vielleicht auch, wenn du viel am Schreibtisch sitzt. Und für mich war es ein wahres Wunder, dass meine Freunde mit diesen bunten Fläschchen in mein Leben kamen. Meine Freunde waren schon vorher da, aber diese bunten Fläschchen, das hat mich direkt neugierig gemacht. Und tatsächlich, mitten in der Prüfungszeit, habe ich dann gemerkt, mit der Kraft der Natur, mit der Kraft dieser Essenzen, der ätherischen Öle, können wir uns so einiges erleichtern, so wie sie uns auch durch die Rauhnächte begleiten. Wenn du möchtest, begleiten sie dich ab sofort durch dein gesamtes Jahr. Vielleicht wendest du sie auch schon eine Weile an. Kommentier das gern mal unter diesem Video, das würde mich interessieren. Dieser Segen, der da vor über 14 Jahren in mein Leben gekommen ist, begann damit, dass ich endlich mich wieder leicht und frei gefühlt habe in meinem Schulter-Nacken-Bereich, endlich wieder loslassen konnte. Denn oftmals laden wir uns ja viel auf, was dann gerade im Schulter- und Nackenbereich sich besonders zeigt. Anwendungen zum Konzentrieren habe ich als zweites gemacht, denn wir können über den Duft können wir Dinge besonders gut erinnern und auch wieder abrufen, wenn es dann in die Prüfung geht. Und ich hatte zu der Zeit aus den dicken Büchern circa alle 10 Tage bis 2 Wochen die nächste größere Prüfung. Die ganze Anatomie, der ganze Kopfbereich, der ganze Schulterbereich, Arm, Unterleib, Torso, das war alles dran. Super spannend zum Lernen, aber auch super intensiv. Und abends ging es mir dann oft so, dass ich dann im Bett lag und die Gedanken kreisten, oh, habe ich das jetzt richtig gelernt? Habe ich da wirklich nichts vergessen? Und da haben mir die Öle von Anfang an geholfen, mit mehr Leichtigkeit zu lernen und auch diese Herausforderungen der Prüfungen. Das war nämlich ganz schön stressig, immer am Drücker, das wirklich zu meistern. Und das ging so mit Leichtigkeit, dass mich nach nur einer Woche meine Kommilitonen gefragt haben, boah, was ist denn mit dir los? Nächste Prüfung steht an, wieso bist denn du so gut drauf? Bist du frisch verliebt? Und da habe ich gesagt, nee, bin nicht frisch verliebt, aber wahrscheinlich frisch verliebt in die Kraft der Natur, frisch verliebt ins Leben, denn ich begann zur selben Zeit auch die ersten Atemübungen, Meditationsübungen zu machen und das mit den tiefergehenden Ölen, die tief mit sich selbst verbinden, zu kombinieren. Und ich fing dann einfach an zu strahlen und ich erinnere mich, dass ich auf dem Weg zur Uni war und es war ein ganz normaler Tag, nichts Besonderes. Und ich stand an der Kreuzung unter diesem riesigen Baum, zu der Zeit habe ich noch in Leipzig studiert, und ich schaute diesen Baum rauf und freute mich so richtig über das Wunder dieses Baums und ich spürte, wie von innen heraus richtig so ein Glücksgefühl aufkam. Und da habe ich erkannt, dass Glücklichsein, das kommt von innen heraus. Es wird oft herausgefordert durch äußere Situationen, durch Begegnungen, durch Schicksalsschläge, die wir haben.
aber wir haben das in jedem Moment in uns und können es aktivieren. Und dabei können uns die ätherischen Öle helfen, denn über den Duft, wie ich dir in einem der letzten Videos schon gezeigt habe, haben wir den direkten Zugang zum limbischen System, der Sitz unserer Gefühle und Erinnerungen mitten in unserem Gehirn. Und so begann dann diese duftende Reise, die uns bis zum heutigen Tag gebracht hat. Und das ist ein wahrer Segen, wirklich, wenn man sein Wohlbefinden selbst in die Hand nehmen kann. Über die Reflexzonen habe ich seither sehr, sehr viel gemacht, deshalb auch mein Buch Duftende Reflexzonen. Und ich zeige dir mal die 11 wichtigsten Öle, gebe ich dir einen kurzen Überblick, mit denen ich vor über 14 Jahren gestartet habe und mit denen du, wenn du möchtest, in diesem Jahr so richtig dein Wohlbefinden auf allen Ebenen vertiefen kannst. Das erste Öl, was ich angewendet habe, ist die Ölmischung Blue Relief, beziehungsweise damals war es noch eine Ölmischung, die hieß Panaway, aber ganz ähnliche Effekte. Die habe ich auf meinen Schulter-Nackenbereich aufgetragen, denn sie bringt so richtig die Entspannung in der Tiefe. Wenn du dich mal verspannt hast, wenn du dir mal zu viel auf die Schultern aufgeladen hast, dann trägst du einfach einen Tropfen Blue Relief auf deinen Schulter-Nackenbereich. Das zweite Öl, was ich angewendet habe, oder 2 und 3, ist Pfefferminze in Kombination mit Lavendel. Das habe ich mir auf die Handflächen gemacht und bin dann mit den Fingerspitzen durch meine Handfläche gegangen, habe einmal um den Kopf herum gesalbt. Das hilft, dass der Kopf nicht mehr so raucht, dass der Kopf nicht mehr so angestrengt ist, sondern wenn du Neues lernst oder wenn du dich konzentrierst tagsüber während der Arbeit, dann hilft dir das, Frische zu haben und dich wieder gut konzentrieren zu können. Ich habe in Kombination auch immer wieder das ätherische Zitronenöl in den Diffuser gegeben für gute Laune. Daher kam wahrscheinlich der Eindruck, hey, was ist mit dir los, bist du frisch verliebt? Denn die Zitrone ist so ein richtiges gute Launeöl und hebt das Gemüt und bringt die Leichtigkeit in, egal was du gerade machst. Dann habe ich mich als viertes sehr viel mit der ätherischen Ölmischung Stress Away gesalbt. Das ist so ein exotischer Kurzurlaub mit Limette, Copaiba, Vanille, Orange, beziehungsweise das ein Öl, wo du in deinen duftenden Handflächen eintauchen kannst, wenn du so einen Tropfen auf den Handflächen hast. Ich habe auch viel den Diffuser verwendet zu der Zeit, heute nach wie vor. Und das ist eine Ölmischung Stress Away, die nimmt so richtig den Stress raus aus allem, was du machst. Stress Away und auch Lavendel habe ich zum Einschlafen dann viel verwendet und habe gemerkt, die Gedanken, die kreisten nicht mehr so um die anstehenden Prüfungen, sondern es wurde alles ein Flow. Alles einfach ein Teil des Lebens, was so fließt. Mal haben wir Prüfungen, mal haben wir entspannte Situationen und das sind die Öle, mit denen ich hauptsächlich gestartet habe. Ich habe dann, wo es Richtung Herbst- und Winterzeit ging, wo es wichtig ist, den Körper zu stärken und in seiner natürlichen Balance zu unterstützen, da habe ich mit dazu genommen die Ölmischung Thieves, das mittelalterliche Vier-Diebe-Rezept, was stärkt und schützt. Du bist richtig in so einer Aura des Schutzes, denn gerade wenn du mit vielen Menschen zu tun hast in der kalten Jahreszeit, ist es gut, so was Schützendes um dich herum zu haben. Da habe ich immer morgens, wenn ich aus dem Haus ging, mit der Ölmischung Thieves meine Fußsohlen eingesalbt und das einmal im ganzen Energiefeld verteilt und auch nachts im Diffuser, um die Luft zu reinigen und dass du richtig tief im Körper reinigen kannst. Apropos Reinigung, mit Zitrone und Pfefferminze kann man auch eine sehr gute Zellreinigung machen, schicke ich dir gerne das Rezept, wenn du möchtest. Ich habe mich oft auch mit der Ölmischung RC gesalbt, ein Waldspaziergang, wo du tief durchatmen kannst, auf dem Brustkorb, auf der Reflexzone der Lungen, denn das sorgt so richtig für das tiefe Durchatmen, habe ich auch von Anfang an in den Atemübungen oft verwendet. Dann habe ich, weil ich zu der Zeit sehr viel joggen gegangen bin, sehr viel Sport gemacht habe, auf meine Sportsachen und als Deo immer die Ölmischung Purification verwendet. Und auch, dass gar nicht erst stinkige Schuhe aufgekommen sind,
zu der Zeit bin ich auch viel geritten, mitten in der Prüfungszeit. Und da habe ich dann gerade im Herbst und Winter die Reitsachen mit der Anti-Stink-Mischung Purification eingerieben. Und wann immer ich mal so Muskelkater hatte oder auch auf die Nackenverspannung, habe ich das Einzelöl Copaiba, was die innere Stärke zum Vorschein bringt, habe ich auch vor Prüfungen oder auf, wenn ich mich mal irgendwo gestoßen habe oder Muskelkater hatte, aufgetragen. Also das sind die 11 wichtigsten Öle und die gibt es heutzutage immer noch im Starter-Set Premium. Starter-Set Premium, das ist, was vor über 14 Jahren auch meine duftende Reise gestartet habe. Und ich zeige dir diese Öle heute, gebe dir diesen Überblick, weil vielleicht auch du dein Jahr jetzt nach den Rauhnächten duftend starten möchtest, duftend so richtig durchstarten möchtest. Ich selbst habe mir dann mein eigenes Business während des Studiums aufgebaut. Ich hatte nicht viel Geld für die Öle am Anfang, aber ich wusste, die muss ich unbedingt haben. Und dann haben mir meine Freunde gezeigt, wie ich mir das ziemlich schnell refinanzieren konnte, die eigene Bestellung, und darüber hinaus dann auch ein solides Einkommen aufgebaut habe, sodass ich heute mittlerweile über 14 Jahre mein eigenes Ding mache. Bin keine Ärztin, keine Therapeutin, habe dann kurz vor dem praktischen Jahr das Studium an den Nagel gehängt, weil mir das einfach so viel Freude macht zu sehen, wie so richtig das Leben wieder in die Augen der Menschen kommt, wenn sie mit diesen Ölen in Berührung kommen. Und deshalb, wenn du deine duftende Reise starten möchtest mit den 11 wichtigsten Ölen, mit dem Starter-Set Premium, mit Dewdrop Diffuser, mit Desert Mist Diffuser, dann gehe jetzt auf meine Seite lebeduftend.de/bestellen, lebeduftend.de/bestellen. Und starte dein Wohlbefinden, dein stressfreies Leben und dein Leben in Freiheit und Fülle mit diesen 11 wichtigsten Ölen und deinem allerersten Diffuser. Auf dich wartet ein richtig schönes Willkommenspaket, was du als herzlich willkommen in meinem Team bekommst, wenn du über meine Seite Lebe Duftend bestellst. Und ich freue mich schon, dann mit dir mal so einen duftenden Vortrag, ein duftendes Get-Together, Wellness at Home zu machen, wo du deine Freunde einladen kannst, deine Lieben, und ich dir einiges mehr zu diesen Ölanwendungen erzählen werde. Starte deine duftende Reise heute, genieße diesen Segen. Wir sind in der Dreikönigsnacht am Dreikönigstag. Womit bist du wahrlich gesegnet und welchen Segen möchtest du in dein Leben bringen? Ich freue mich schon darauf, auch in diesem Jahr sehr viel Segen in die Leben von vielen Menschen zu bringen mit dieser duftenden Wellness-Oase. Und freue mich schon, dir dein erstes Willkommenspaket zu schicken. Alles Liebe, genieß die Sonne, genieß das Leben und genieße den Duft und die Frische, den Segen, den uns die ätherischen Öle schenken.